Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne. Heute, nach der ersten Protoss-Mission, stürzen wir uns wieder in eine Terraner-Mission. Wir haben jetzt zur Auswahl Deadman's Port, Haven, New Folsom oder Tyrador 8. Vorne. Zugriff auf den Adjutanten. Nee, den haben wir ja gerade erst gekriegt. Haven ist okay. Scheint, als hätte deine Königin der Klingen. Lass mal Haven machen. Nochmal. Aber da gibt es auch gleich die erste Entscheidung. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut. Aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Wobei, wenn wir das machen, ist nachher unsere Professorin weg. Also Frau Hansen weg. Ich weiß nicht, ob wir nicht länger noch am Schiff fahren wollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung. Wir machen das mal. Wir sind fast bei Haven angekommen, Sir. Haben aber immer noch keinen Kontakt mit... Sir, eine Flotte der Protoss befindet sich im Orbit. Sie stören jegliche Kommunikation mit der Oberfläche und es scheint, dass sie ihre Hauptwaffensysteme aktivieren. Jim, du musst sie aufhalten. Matt, öffne einen Kanal zu den Protoss. Wollen doch mal sehen, wie es bei denen heute mit Diplomatie aussieht. Entaro Tassada, James Rayner. Ich bin Exekutorin Zelendis. Eure Tapferkeit und die Dienste, die ihr Ajur erwiesen habt, sind uns wohl bekannt. Entaro Tassada, Zelendis. Hör mal, bei allem Respekt, aber eure Flotte muss sich zurückziehen. Die Menschen auf Haven stellen keine Gefahr für euch dar. Unsere Beobachter haben bei den Kolonisten eine Infektion mit Zerg-Sporen entdeckt. Eine Reinigung muss vollzogen werden. Solltet ihr wünschen, diese Aufgabe an unserer Stelle zu übernehmen, so werden wir dies erlauben. Jim, ein paar meiner Leute mögen befallen sein, aber du kannst doch nicht zulassen, dass die Protoss sie alle auslöschen. Ich weiß, ich werde ein Heilmittel finden, wenn du die Protoss nur aufhalten kannst. Die einzige Heilung einer Zerg-Verseuchung ist die reinigende Kraft des Feuers. Ihr wisst, dass das wahr ist, James Rayner. Ich kann sie heilen, Jim. Glaub mir. Solltet ihr euch uns entgegenstellen, werden wir uns in einer glorreichen Schlacht begegnen. Es liegt bei euch, James Rayner. Wir erwarten eure Antwort. Ja, und hier weiß ich, dass ich die gleiche Sache machen werde, wie ich es auch in meinem ersten Playthrough schon gemacht habe und auch davor in meinen privaten Playthroughs. Wir müssen natürlich die Kolonie beschützen, das geht ja mal gar nicht, auch wenn es geil ist, mit der Protoss-Flotte rumzufliegen. Jetzt müssen wir uns leider ihr entgegenstellen. Verbünden Sie sich mit den terranischen Flüchtlingen gegen die Protoss. Das wird die Protoss verärgern, aber Dr. Hansen mehr Zeit geben, ein Heilmittel zu finden. Ihre Forschungen werden in jedem Fall zu neuen Erkenntnissen in der Zerg-Forschung führen. Das machen wir dann mal. Ich werde nicht mit ansehen, wie ihr eine ganze Kolonie auslöscht, Zelendis. Nicht, solange die Chance besteht, sie zu retten. Es wird eine Ehre sein, euch im Kampf zu begegnen. Euer Ruf als Commander eilt euch voraus. Ich bezweifle nicht, dass ihr ihm gerecht werdet. Ihr Pferdeschwanz steckt in ihrer rechten Schulter. Danke, Jim. Vielen, vielen Dank. Was auch immer auf Haven vorgeht, meine Leute verdienen es nicht, einfach ausgelöscht zu werden. Werden sie retten. Ich werde ein Heilmittel finden. Jim, die Protoss kommen der Kolonie immer näher. Meine Leute haben keine Chance. Wir müssen die Purifier zerstören, bevor sie alles ausradiert. Bring alle in die Hauptbasis, Ariel. Wenn die Purifier so weit kommt, sind wir geliefert. Naja, wenigstens können wir uns darauf verlassen, dass sie systematisch vorgehen. Sie werden die Siedlungen eine nach der anderen niederbrennen. Du weißt auf jeden Fall, wie man sich am besten aus keinem Kampf raushält, Cowboy. Ich habe hier was, was dir helfen wird. Ich hatte noch was gut bei jemandem und habe uns die Baupläne für den Viking ergattert. Denk dran, sie können sich von einem Jet in einen Kampfläufer verwandeln. Ziemlich raffiniert. Jim, die Purifier zieht einigen Nexus der Protoss Energie ab. Ihre Guter Schilde Plural. Sind völlig undurchdringlich. Wie kann man so etwas nur aufhalten? Ganz einfach. Zuerst nehmen wir diese Nexus auseinander, dann schalten wir die Purifier aus. Keine Sorge, Ariel. Wir werden sie aufhalten. Nexus.
Ja, wir werden natürlich am Ende der Kampagne einmal dafür sorgen, dass wir die Missionen, die wir jetzt verpassen, weil wir eine bestimmte Wahl getroffen haben, nochmal nachholen werden. Ich muss mal ganz kurz hier nachgucken. Nexus ist übersetzt ein Zusammenhang, Verbindung, Verflechtung. Um das nochmal einmal. Um einmal den Bildungsauftrag zu erfüllen. So, wir haben jetzt Orbital-Depots. Das hatten wir beim Ich habe die verschiedenen letzten Nexus Mal quasi geortete gemacht. Energien, die Schilde der Purifier leiten. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. Okay. Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass wir eine Mission verpassen. Das werden wir dann, wie gesagt, am Ende der Kampagne nachholen. Haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Ah, wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Uns mal hier ein bisschen davon mit, denn ich würde ganz gerne tatsächlich auf einige Vikings auch setzen. Aber nicht nur, weil wir brauchen auch relativ viele Marines einfach. Bietet nämlich den Vorteil, dass sie nur Mineralien kosten. So. Das gleich können wir Echsen wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Ist ein Nexus. Der Nachteil an den Vikings ist natürlich, dass sie, also sie können zwar auch Boden angreifen, aber sie sind halt primär Luftkämpfer. Also ich denke, alle, die Multiplayer mal gespielt haben oder gesehen haben, wissen, dass wenn man die Vikings landet, ist sowieso alles schon zu spät. Es sei denn, man möchte resten, dann geht das vielleicht zu gerade. So, jetzt können wir uns das erste Mal gleich ein Orbital Depot gönnen. So. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt die Vikings getrennt lassen soll vom Rest. Sinnvoll wäre es wahrscheinlich. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Ja, gut, dass wir die schon ausgelöscht haben. Oder schon entfernt haben. Also wir haben hier so ein leichtes Zeitlimit. Das wird uns hier relativ schnell, relativ deutlich machen. Warum haben wir eigentlich drei Gasgaliere? Wahrscheinlich, weil wir relativ viele Vikings bauen sollen. Wir werden natürlich auch ein paar mehr Vikings bauen, das ist keine Frage. Aber mit Marines kann man auch viel machen. Und das sollten wir nutzen. Jetzt haben wir plus 1 für die Marines. Wenn wir jetzt hier immer harassed werden, ist natürlich das Problem. Sir, ich orte einen gewaltigen Energieanstieg. Die Purifier ist kurz davor zu feuern. So. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Damit hat die Purifier hier das erste Dorf ausgelöscht. Und warbt jetzt die Carrier an. Worauf soll ich ballern, Sir? Nicht genügend Mineralien. So, WBF-technisch sind wir aber jetzt eigentlich ganz gut dabei. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Okay, wir müssen uns also da unten hinbewegen. Das Schlimme daran ist, wenn wir parallel angegriffen werden, haben wir natürlich ein Problem. Was nicht passt, der kann ich nicht bauen. Freu mich schon drauf. Danke, Rainers Raiders. Wir verschwinden jetzt hier. Abmarsch bereit. Die Kolonisten haben die erste Siedlung im Weg der Purifier evakuiert. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ressourcen zurückgelassen, als sie evakuiert Vikings. Wurden. Wir sollten sie mitnehmen. Ja, das machen wir natürlich. Da bin ich sofort umgedreht, als ich das gehört habe. Irgendwo müssten wir auch eine Armory haben, sonst können wir doch keine Upgrades hier erforschen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich. Worauf soll ich jetzt geplündert?
noch erwarten? Nur zu. Hier komm ich. Wo ist denn die Armory? Also ich werde in dieser Mission mal nicht auf Marauder setzen. Mach ich sonst eigentlich auch nie, sein, wenn wir mal ehrlich. Können wir ein paar Warpicks uns gönnen. Ja, mal gucken, ob wir das machen. Wir müssen jetzt mal in diese Base da fortrücken, oder? Wir müssen noch ein bisschen warten. Dass wir ein bisschen größere Armee haben. Wobei jetzt hier gleich der Angriff der Purifier auf diese Base kommen wird. Ja, lass uns mal angreifen. Wahrscheinlich bei meinem Glück. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. So. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen dieses Schiff aufhalten. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo Ressourcen sind. Aber wir hätten das auch quasi damit einfach easy ausschalten können. Ich glaube, dafür war das gedacht. So, gönnen uns einmal den Repair hier. Erweiterung nicht genügend Mineralien. Ja, hier habt ihr aber irgendwie auch noch ein paar vergessen. Der Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. Ja, ist in Ordnung. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Nicht genügend Mineralien. So, ich denke, wir werden jetzt mal hier Richtung diesen Nexus hier langsam aber sicher vorrücken. Denn hier wird gleich das werden gleich die Protoss-Schiffe unterwegs sein, die hier gerade rangeworfen wurden. Warnung. Protoss-Geschwader im Anflug auf Kolonistensiedlung entdeckt. Ich weiß halt auch nicht, wo hier die Armory einfach ist. Das war ganz schön knapp. Vielen Dank. Die Kolonisten sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. Aber eine Armory würde uns halt schon helfen. Weil die auch, weil wir da auch Air-Upgrades mitnehmen können. Gleich mal nur gucken, dass wir hier nicht das Problem kriegen, dass wir aus Versehen in die Purifier reinrennen. So. Das 2 ist tot. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Lass ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Bereit machen, Jungs. Hier komm ich. Wir lassen ihnen mal die Chance, sich neu zu formieren. So. Einmal kurz hier repairen. Sie haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Ja, ist ja alles gut. Dürfen Sie ja ruhig. Der Doktor ist durchgeladen und entsichert. Warten. Ja, ob ihr jetzt Barracks reparieren müsst, wage ich mal zu bezweifeln. Gut, dann geht's jetzt einmal hier hin. Hier ist eine Base, wo man theoretisch expandieren könnte, aber ich glaube, das bringt uns jetzt nicht so viel. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien.
Durchgeladen und entsichert. So, jetzt wird sie hier gleich einmal purifyen. Und dann müssen wir quasi letzten Nexus noch ausschalten. Nicht genügend Mineralien. Das streben wir dann gleich mal an. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Ja, ja. Kein Ding. Ich lasse meinen Waypoint aktuell noch hier, falls hier gleich wieder ein Angriff von rechts kommt irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen, der an allem vorbei rennt. Durchgeladen und nicht genügend Mineralien. Los! Kann's kaum noch erwarten. Ich weiß, am Ende, wenn ich mich recht entsinne, gibt's nochmal einen Bosskampf gegen das, was so da ist. So. Besten wir so ein bisschen. Vielen Dank! Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Gute Arbeit. Die Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. Machen, Jungs. Wo bleiben denn hier die Sanitäter? Achso, weil das hier stinkt, das geht das nicht weiter. Bereit machen, Jungs. Benötige weitere Depots. Bereit für den Krieg, ihr Stuttgart. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Was macht ihr denn hier? Soll ich was? Kommt noch was? So. Durchgeladen und entsichert. Mädchen, wir sind böse. Bin ich nicht. Der Purifier haben keine Energie mehr. Greifen Sie sie jetzt an. Ja, machen wir sofort. Dazu sollten wir uns aber eben noch mal einmal sammeln. Durchgeladen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Hier komme ich. Worauf soll ich ballern? Nicht benötige weitere Depots. So, Upgrade durchgeführt höre ich sehr gerne. Dann das Air-Attack-Upgrade hilft uns schon viel. Die Frage ist, wenn wir das Air-Attack-Upgrade 2 auch noch haben. Geschätzte Ankunftszeit der Protoss in der nächsten Koloniebasis innerhalb von 20 Sekunden, Sir. Alter. Die Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke gewesen. Ich war gierig auf die Mineralien, die da drin waren. Oh, jetzt ist die Frage, sind wir schneller oder ist die Purifier schneller? Aber ich glaube, wir sind schneller. Alles klar, wir haben damit ein sicherer Hafen und mein Schatz errungen. Wir führen die Mission Zulu von ein sicherer Hafen. Wir haben nicht geschafft, du kommst hier nicht rein. Hätten sie ein sicherer Hafen auf dem Schwierigkeitsgrad normal 3 Außenposten. Wir sind jetzt bei einem. Dafür aber immerhin auf brutal. beim nächsten Mal werden wir das Ganze auf normal eben noch machen und eben durchrushen, würde ich sagen. Wie viel haben wir jetzt? 19 Minuten? Ja, das können wir nicht mehr in dieser Folge machen. Das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken, unten rechts ein Aspekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.